So. Aufträge. Schade des Klassenbesten. Nee, ich mag den Schaden nicht. Eine Sonnenbrille. Okay. Auf eine Hochzeit würde ich sagen. Und dann wollen wir erstmal das Duell noch machen. Nee, ich nehme nicht jede Hogsmeade. Das Duell machen wir später noch. Ist noch eine stehende Seite. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Flohpulver war. Aha. Wo sind wir hier hineingeraten? Wie kann man Professor Garlic? Ich werde mich noch auf das nur kurz. Hallo, suchst du nach mir? Exakt. Nati, hoffentlich hast du nicht lange gewartet. Überhaupt nicht. Professor Weasley sagte, dass du nach Hogsmeade sollst. Du freust dich sicher, wieder eigene Sachen zu haben. Und das Dorf zu sehen. Ich freue mich schon darauf. Gut. Sollen wir dann? Ich habe vor, dir ein erstklassiges Hogsmeade-Erlebnis zu bieten. Na dann. Auf nach Hogsmeade. Der Gesichtsausdruck gerade, das ist nicht pausenlos in diesem Spiel. Ich bin froh, dass Professor Weasley mich mitgeschickt hat. Wirklich? Ja, ich wollte dich ohnehin schon einladen. Ich dachte, du würdest vielleicht gerne ein Butterbier trinken gehen. Professor Weasleys Eule kam da genau richtig.
Ich kann dir gar nicht sagen, wie gut es sich anfühlt, nach alte Ruhen an der frischen Luft zu sein. Es war ein Fehler, dieses Wahlfach zu nehmen, das kannst du mir glauben. Ich glaube dir. Obwohl man es nicht wirklich ein Wahlfach nennen kann, wenn die eigene Mutter es für einen ausgewählt hat. Bleib nur kurz stehen, um die Landschaft zu genießen. Das Quidditch-Feld. Hogwarts. Es ist großartig. Ja, ich sehe gerade die Nacht. Zu dieser Zeit ist Hogsmeade wunderschön. Geh mal schlafen. Alle werden dir raten, an Weihnachten zu gehen. Aber das ist eine der wenigen Zeiten, an denen ich liebe. Danke, dass du dabei gewesen bist, Minna. Ist nichts für dich, das ist. Oh, die Kälte macht mir nichts aus. Aber ich musste mich erst daran gewöhnen. Ich bin nicht mit Schnee. Ich weiß auch nicht, wie lange ich noch mache. Hogsmeade will ich noch sehen heute. Ich denke, Hogsmeade werden wir noch machen. Oh, dann noch da drüben. Einen Zauberstab werden wir uns heute noch holen. Ich sehe oft Florfliegen in dieser Gegend. Oh, was ist so besonders an ihnen? Das kann noch ein bisschen dauern. Sie sehen interessant aus. Und gedünstet können sie auch in Tränken verwendet werden. Aha. Florfliegen. Trompetenblumen. Dieses Spiel ist halt einfach in jeder Ecke wieder eine Überraschung. Trompetenblumen. Und wir haben noch nicht mal einen Bruchteil von. Also, wir haben noch Hippogreife nicht mal einen Bruchteil aus dem verbotenen gesehen. Wald. Etwas muss sie aufgeschreckt haben. Ich habe gehört, dass hier Hippogreife gesichtet wurden. Oh ja, auf einem von denen werden wir auch noch reiten. Die Hippogreife schon gesehen? Auf jeden Fall. Vermutlich haben sie schon Namen. Sicher Stolzschritt und Zuckerfuß. Dort links ist der verbotene Wald. Der ist für Schüler verboten. Wie der Name schon sagt. Ach! Warum ist er verboten? Die Professoren sagen, er ist zu gefährlich. Ich finde, ihn verboten zu nennen, macht ihn nur verlockender. Ah, hinter dem Kamm ist Hogsmeade. Hinter der Ruine. Ja, ein paar Grafiken. Also, wenn es nach mir ginge, würde ich ständig herumwandern. Eigentlich in eine laufende Linie dort hinten. Professor Weasley meinte, du würdest dich hier auskennen, da du ja ziemlich neu bist. Das ist grad ein bisschen. Das hat sie gesagt? Sie weiß mehr über mich, als ich dachte. Natürlich lerne ich eine Menge im Unterricht, aber es gibt auch außerhalb der Schlossmauern viel zu entdecken. Die auf die Grafik zu sehr gucken. Meine gesamte Familie. Hast du dich schon eingewöhnt? Das stört jetzt auch nicht zu sehr. Ich weiß noch, dass die ersten Wochen nach meiner Ankunft recht seltsam waren. Alles war so neu und fremd. Ich gewöhne mich langsam ein. Was ist mit dir? Hast du dich schon eingelebt? Ich vermisse meine Heimat, aber hier ist es auch schön. Und das Land zu erkunden hat mir sehr geholfen, mich anzupassen. Jetzt ist Hogwarts so etwas wie ein Zuhause geworden. Hoffentlich wird es das auch für dich. Ist eine Bärenklaue auf dem Mr. Moon! Der Minimap. Er ist der Hausmeister von Hogwarts. Sieht etwas mitgenommen aus. Hallo, Mr. Moon. Kennen Sie unseren Neuzugang schon? Freut mich. Sie sollten umkehren, Miss Oney. Umkehren und wegrennen. Ist alles in Ordnung, Sir? Er sah mich an, mit Augen groß wie Untertassen. Wer, Mr. Moon? Ein Dämmi. Der ist hässlich, haarig, furchterregend. Ich bin dann im Schloss, wo es sicher ist. Viel Glück Ihnen beiden. Armer Mr. Moon. Ein Demigeist? Ich glaube, er hatte zu viel Spaß im Dorf. Ich habe ihn noch nie in einem solchen Zustand gesehen. Wir sind fast da. Es gibt außerhalb der Schlossmauern so viel zu sehen, nicht nur Hogsmeade. Wenn du Zeit und Lust hast, könnten wir öfter auf Erkundungstour gehen. Bei all den Gerüchten über Kobolde und so wäre es schön, jemanden an meiner Seite zu haben. Gut zu wissen, Nutty. Danke.
Und da kommen wir nach Hogsmeade. Können wir mal den Moment. Den Moment Routing. Das Hogsmeade betreten. Und da wären wir. Und? Wo sollen wir anfangen? Für Butterbier muss man in die drei Besen. Und im Honigtopf bekommst du alle Süßigkeiten, die du dir vorstellen kannst. Ich habe hier keinen Lieblingsladen. Das ändert sich bei jedem Besuch. Auf jeden Fall kannst du alles, was du brauchst, in Hogsmeade finden. Ich würde sagen, als erstes den Zauberstab. Professor Weasley meinte, du brauchst Folgendes. Trankrezepte, Zauberanweisungen, Samen und... einen Zauberstab. Natürlich, du wirst Mr. Ollivander mögen. Und ich bin schon gespannt, was du mit einem eigenen Zauberstab anstellst. Du solltest alles einsammeln können, was du brauchst, und noch Zeit haben, um dich etwas umzuschauen. Nimm dir ruhig Zeit, um Hogsmeade zu erkunden. Wir treffen uns auf dem Dorfplatz, wenn du fertig bist. Viel Spaß! Wir sehen uns später. Aha, das Dorf Hogsmeade steckt voller Interessensboote, Läden und andere interessante Dinge, die du mit Hilfe deiner Karte im Handbuch entdecken kannst. Ja. Und ihr werdet das. Das bündelte Sportbedarf. Wälz- und Schriftrollen. Bierkopf. Schenke. Zaubertränke, da müssen wir hin. Erstmal, da war ich schon fast direkt davor stehen. Auf zu Nivendas. Zonkos. Oxid. Okay. Ollivanders, hier müssen wir rein. Bei Merlins prächtigem Bart. Nicht schon wieder. Ich bin gleich bei... Ah, Sie sind es. Einen Moment bitte. Da ist er, der Ollivander. Ah, guten Tag. Wird Zeit, ich suche für unseren einen neuen Zauberstab, ja. Höchste Zeit. Ja, ich... Höchste Zeit? Sie sind noch neu in unserer fünften Klasse, oder? Ach, was rede ich? Natürlich sind Sie's. Gestatten, Gerbold Ollivander. Aber Sie haben sicher bereits von den Ollivanders gehört. Den besten Zauberstabmachern der Welt. Aha. Freut mich, Sie kennenzulernen. Wirklich. Gut. Ist nicht der Ollivanders. Finden wir den perfekten Zauberstab für Sie. Nein, du nicht. Ja, mächtiger Kern, 10,5 Zoll, könnte gehen. Hier, probieren Sie den. Na los, schwenken Sie. Seltsam. Nochmal, na los, schwenken Sie richtig. Oh je. Yeah. Der passt ja gar nicht zu Ihnen, was? Wir finden schon etwas für Sie. Nein, du nicht. Vielleicht. Ja. Edelholz, 13¾ Zoll. Drachen. Noch was mit Drachen. Mit Einhorn. Probieren Sie dies. Einhornhaar dran. Oh nö. Ach, hey. Für dich geht's wohl zurück ins Regal. Ja.
kann auch das nicht ist sein. Doch weitaus kniffliger, als ich angenommen hatte. Sehr verblüfft. Der dritte ist immer. Wo bist du? Vielleicht du? Ah, da bist du. Ja, du könntest der Richtige sein. Hier, nehmen Sie. Oha. Kerbe, warmes Braun. Jetzt können wir den fertigstellen. Okay. Personalisierte Zauberstab. Ich dachte, der Zauberstab kauft sich sozusagen einen Zauberstab aus. Faszinierend. Aha. Wirklich interessant. Welcher passt zu mir? Zu warmes Braun, dunkelbraun. Faszinierend. Spirale. Klassisch grau. Kerbe. Wirklich interessant. Der hat was. Faszinierend. Ringe, dunkelbraun. Das ist auch was. Wirklich interessant. Faszinierend. Der sieht echt elegant aus, finde ich. Würde ich fast bevorzugen. Wirklich interessant. Allerdings der hier in Schwarz. Sieht auch kraftvoll aus. Faszinierend. Der oder der andere. Einhorner auf jeden Fall. Wirklich interessant. Nimm mal den oder den. Ich weiß, das sieht natürlich mehr nach Einhorn aus. Faszinierend. Das ist der richtige Einhorn-Zauberstab. Und graugrün. Wirklich interessant. Dunkelbraun. Aschbraun. Ich würde den hier nehmen. Holzart Fichte dran, ja, das war so. Da muss ich gerade mal nachgucken. Was hat Wizarding wohl dazu gesagt? Sekunde. Thank you.
Ach Gott. Bin doch noch da. Mach ihn kürzer, denn je länger der Zauberstab, desto größer das Ego. Aha. Ich krieg mich jetzt nicht eingeloggt. Aber ist denn ein schlechtes... Faszinierend. Ist denn ein großes Ego was Schlechtes? Ich sag nur, Umbridge hatte den kleinsten Zauberstab überhaupt. Das war ein Mini-Zauberstab. Das ist die, der da. Der absolutes Minimale. Ist die Frage, was nehmen wir für ein. Akazie, Erde, Esche. Was für ein Zauber. Was für ein Holz? Kirsche? Servas, Kastanie. Zypresse, Ebenholz, Holunder. Wirklich? Der Elderstab. Wo wir einen Elderstab haben, also einen Elderstab. Aus Holunder. Zwölfeinhalb Zoll. Also zwischen 14,5 und 9,5 Zoll. Also 12 3/4, das wäre doch was. Ist doch solide hier. Flexibilität. Sehr biegsam. Wirklich interessant. Ich glaube beim Pottermore bei das war so ähnlich, 12 3/4, und dann hat man, also meine war so sehr biegsam und so. Das war so Boing Flip. Lucius Malfoy hat einen der größten. Ich denke hier also 12 3/4 Zoll, das ist doch obere Hälfte und trotzdem solide, oder? Was meinst du? Ich kann mich noch dran erinnern, auf ehemals Pottermore, wie das hieß, jetzt heißt das Wizarding World, da kam bei dem Test heraus, surprisingly flexible, also surprisingly, das ist so Brain Flip, das ist so wirklich der Gummizauberstab. Was soll man eben, recht biegsam, ziemlich flexibel, sehr flexibel, überraschend geschmeidig. Ich glaube, das war ja überraschend geschmeidig. Es kommt dahin. Überraschend Brain Flip. Also überraschend geschmeidig ist ja nicht. Ich glaube, das nehmen wir, oder? Und natürlich mit Einhornhaar. Also. Wizarding World hat gesagt Phönixfeder, aber Einhornhaar muss ja wohl wirklich. Da gibt's ja keine Wahl. Seines Einhorn, das als Zauberstabkern dient und bekanntlich beständige Magie erzeugt. Und eine große Brandbreite an Magie erzeugen kann. Mächtige Magie. Mächtige. Beständige Magie oder große Bandbreite an Magie. Also Einhornhaar ist eigentlich nicht. Wir haben uns ja schon das Muster des Zauberstabs sieht ja schon so aus. Und was ist besser als Einhornhaar-Zauberstab? Ein Zauberstab mit Einhornhaar ist sehr zuverlässig. Und seinem Besitzer treu. Treu passt doch direkt zu Loyalität, zu Hufflepuff. Das ist doch genau das Richtige. Jetzt haben wir Holunder, also Elder, ein Elderstab.
Kerntyp Einhornhaar, überraschend geschmeidig und 12¾ Zoll. Das ist er. Was meinen Sie? Außergewöhnlich. Und so beginnt eine weitere strahlende und magische Zukunft. Na, wie hat sich das angefühlt? Gut. Anders. Ich habe etwas wie ein Auffallen gespürt. Ein perfektes Paar. Ihre Bindung scheint besonders mächtig. Der richtige Zauberstab lernt von Ihnen, wie Sie von ihm lernen. Ich möchte ihn ausprobieren. Sehr gern. Wenn Sie ihn gut behandeln, gibt es keinen verlässlicheren Zauberstab als einen mit Einhornhaar. Und die Verbindung zu Ihrem Zauberstab sollte noch stärker werden. Erschrecken Sie nicht über die Fähigkeit Ihres Zauberstabs, Ihre Absicht zu erahnen. Vor allem in Momenten der Not. Klingt wundervoll, Mr. Ollivander. Ich werde Sie nicht länger aufhalten. Kommen Sie wieder zu mir, wenn ich Ihnen irgendwie helfen kann. Ich habe auch nur den Zauberstab. Wie kann ich Avada Kedavra freischalten? Was muss ich da tun? Ich sehe ja mal, je mehrere Slots übrig sind, kann man da wechseln. Ich finde, der sieht gut aus. Kuporuts Reisegewand. Ich habe auch noch nicht herausgefunden, wie wir das jetzt, wie wir die Sachen anziehen können. Wie wir uns umziehen können. Irgendwie. Inventar. Puppenroots eher nicht so das Ding, aber manche grob ablegen. Ach du Schande. Faszinierend. Außerhalb von Hogwarts können wir das ja mal. Können wir mal ausprobieren. Neue Kleidung. Das ist zu too much. Bitte, das ist wirklich too much. Zauberstab Griffe. Okay, dann können wir noch einen. Wir könnten einen Zauberstab Griff kaufen. Das sieht doch mal interessant aus. Die Klamotte. Können wir neue Griffe kaufen? Definitiv besser als die ganze Zeit neben in Hogwarts Uniform rumzulaufen. Ja, das sieht doch stylisch aus.
Zum Glück Schatzartikel. Ah ja. Jake in der Box. Schlangenbox. Don't push. Interessant. Können wir gerade nichts kaufen hier. Und drei Besen. Katze streicheln. Zu süß. Noch mehr Katzen streicheln.